Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind im Radio, jetzt erstmal 7 Minuten, ungefähr 8 Minuten unter uns. Dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer, dienstags. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. So, wer ist die Erste? Der Erste, die Erste. Brigitte ist die Erste, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen, Domian. Ja, um was geht's bei dir, Brigitte? Bei mir geht's um meinen verstorbenen Sohn. Ja. Der vor 1,5 Jahren sich den goldenen Schuss gesetzt hat. Ja. Ist mit 20 Jahren gestorben. Und ich mache mir Vorwürfe, dass ich eventuell ja schuld bin, dass er wieder an die Droge gekommen ist. Hm. Warum machst du dir die Vorwürfe? Ja, mein Sohn war eigentlich nie gewollt und Frucht einer Vergewaltigung. Aha. Und dementsprechend war ich ihm auch immer sehr distanziert. Ja, aber er ist bei dir aufgewachsen? Nein, er war zeitweise untergebracht, weil er auch sehr verhaltensauffällig gewesen ist und war immer zeitweise bei mir. Was heißt untergebracht? In einem Heim oder wie? Er war zeitweise in der Jugendpsychiatrie, dann war er schon mal auf der Entgiftung. Na gut, aber da war er ja, ich meine, als er jünger war. Der ist mit 4 Jahren das erste Mal in die Kinderpsychiatrie gekommen. Ah ja. Mhm. Und das Kind ist das Produkt einer Vergewaltigung? Ja. Warum hast du das Kind damals nicht zur Adoption freigegeben? Ja, das frage ich mich heute auch, ja. Mhm. Das frage ich mich heute auch. Und hast du eine Antwort? Hast du darauf eine Antwort? Ja, ich bin selbst adoptiert und eventuell wollte ich das dem Kind nicht antun. Mhm. Das heißt, du hast schlechte Erfahrungen mit Adoption gemacht? Ja. Mhm. Gab es damals die Überlegung, das Kind abzutreiben? Die Überlegung gab es wohl, aber ich habe einmal schon vorher mal eine Abtreibung gehabt und ist mir also sehr, sehr schlecht gegangen anschließend. Und ich habe mir gedacht, ich packe das irgendwie mit dem Jungen. Mhm. Ich habe irgendwie gedacht, ich kann die ganze Zeugung, die kann ich irgendwie aus dem Kopf rauskriegen. Aber dem war halt nicht so. War der Erzeuger des Jungen ein fremder Mann? Nee, das war ein Arbeitskollege von mir. Ach so. Mhm. Mhm. Und wir hatten da abends mit ein paar Leuten zusammengesessen, hatten da auch was getrunken. Mhm. Und plötzlich saß ich dann mit dem einen Typ dann noch da. Ja, und dann ist das passiert. Mhm. So, jetzt war der Junge mehr oder weniger bei dir. Er war immer zwischendurch mal woanders, aber letztendlich, letztendlich ist er bei dir aufgewachsen. Ja. Wann hat er die ersten Kontakte mit Drogen gehabt? Ach, die hat er schon mit 13 gehabt. Ja, ja. Da hat er dann schon angefangen, also ich sag mal jetzt auf Anführungszeichen weiche Drogen, also sprich, er hat da gekifft und so. Mhm. Und das habe ich da jetzt noch nicht so als ernst gesehen, aber dann irgendwann ist er dann auch heute in die harte Droge reingerutscht. Mhm. Und daraufhin ist er zur Entgiftung gegangen, auch wieder in der Psychiatrie halt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir so ein Gesamtgefühl der Schuld herrscht. Ja. Ne? Ja. Vielleicht bin ich an allem schuld, dass der Junge so geworden ist. Ja, den Schuh, den muss ich mir leider anziehen. Ich hatte noch ein zweites Kind, ja, was 1988 an Leukämie gestorben ist. Ja. Und das war ein Wunschkind. Hm. Und ich muss mir heute sagen, dass ich mit dem Kind natürlich ganz anders umgegangen bin, ja, wie jetzt mit dem Großen. Ne? Ja. Wie war denn das Verhältnis in der letzten Zeit gewesen mit dem verstorbenen Jungen? Ach ja, gut, er war jetzt also auch 2 Jahre vermisst. Ach so. Mhm. Und ich hatte ihn rausgeworfen, weil er jetzt dann auch noch anfing, mit so Glatzentypen rumzulaufen und ich mich mit diesen Leuten überhaupt nicht identifizieren konnte. Mhm. Ja, und dann war er plötzlich vermisst. Dann waren hier die Feldjäger, wollten ihn zur Bundeswehr einziehen. Da sage ich, ja, tut mir leid, ich weiß nicht, wo der ist. Mhm. Hier haben sie Vermisstenanzeige gesetzt. Sag ich, nein, habe ich noch nicht. Mhm. Ja, das hatte ich dann gemacht und dann, dann kam es eben auch zur Vermisstenanzeige und dann zur Todesnachricht. Als du die Todesnachricht erfahren hast, was war das erste Gefühl? Das kann ich jetzt nicht mehr hören. Als du die Todesnachricht... Hallo, hörst du mich? Ja, ganz schlecht. Als du die Todesnachricht bekommen hast, was war da das erste ausschlaggebende Gefühl? Ich bin zusammengebrochen.
Und ich habe mir gesagt, du hast ihn umgebracht. Das liegt jetzt anderthalb Jahre zurück. Ja. Ist das Schuldgefühl stärker geworden noch? Im Prinzip ja. Wahrscheinlich durch das Grübeln, man denkt immer wieder, man denkt tausend Sachen aus der Vergangenheit, holt man nochmal heraus. Richtig, ich neige auch noch zu Depressionen und war da auch in Behandlung nach dem Tod von meinem kleinen Sohn. Und ich neige halt nach wie vor zu Depressionen. Ja. Hat der Junge das eigentlich gewusst, dass er Resultat einer Vergewaltigung ist? Ich habe mal was angedeutet, aber ich habe es ihm nie direkt ins Gesicht gesagt. Und was hast du ihm gesagt, wer der Vater war? Dein Vater war ein One-Night-Stand, was nicht so toll gelaufen ist, und ich habe ihn nie mehr wieder gesehen. Ah ja. Das habe ich dem Kind gesagt. Nun war ja für ihn, als er dann ein bisschen älter wurde, auch spürbar, dass das alles zwischen euch nicht so gut lief. Hat er dich irgendwann mal darauf angesprochen, was der Grund war? Warum? Eigentlich nicht wirklich. Also der hat sich nur so zurückgezogen, ist da mit irgendwelchen, sage ich, behaupte ich mal, falschen Freunden da irgendwie rumgezogen. Ja, ja. Und unser Kontakt war eigentlich, ja gut, er kam zum Essen, er kam zum Schlafen, ich hatte die schmutzige Wäsche und das war's. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, Brigitte, ist das ganz große Problem jetzt für dich, oder seit eben einiger Zeit schon, mit diesen extremen Schuldgefühlen leben. Umzugehen oder vielleicht auch Leben zu lernen. Und das ist, glaube ich, genau das Stichwort, Leben zu lernen. Ich glaube nicht, dass du das alleine wirst schaffen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du da Hilfe brauchst. Ja. Ich glaube, dass dir jemand nach so einer Biografie, nach so einer Geschichte, die dahinter dir liegt, und du hast auch noch das Wunschkind verloren, das muss man ja auch noch als schlimmes zusätzliches Unglück auch noch sehen. Im selben Jahr bin ich dann auch noch schwer operiert worden, dass da nichts mehr war mit Kindern. Ne? Ja. Hast du noch einen Partner? Ich habe einen Lebensgefährten. Ja. Aber der hat seine eigenen Probleme, sag ich mal. Ich möchte, Brigitte, dass du mit meinem Psychologen jetzt sprichst, mit Johannes. Ja. Weil ich wirklich glaube, dass du richtige professionelle Hilfe brauchst für all das. Und der Johannes wird dir das erklären und dir noch ein paar Tipps geben, wie du es machst und so weiter, wie du es angehst. Ja, okay, das kann ich machen, ja. Dann legst du bitte auf und der Johannes ruft dich an. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles klar, danke. Auf Wiederhören, Brigitte. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir 1:07:41. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann kommen die Fernsehzuschauer dazu. Ja, ihr Lieben, Fernsehzuschauer, schwuppdiwupp, da waren wir da, ohne Vorspann. Bin ganz erstaunt. Ja, schön, dass ihr auch da seid. Wir bitten die kleine Verspätung wegen Salvador Dali zu entschuldigen. Aber nun sind wir alle da. Wir haben hier im Radio schon angefangen mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50, oder unter mailt unter domian@wdr.de. Ich denke gerade noch darüber nach, wenn ich mir jetzt in der Nase gepult hätte und die Kamera wäre schon angegangen, ohne den Vorspann. Wie peinlich. Aber ich habe es ja nicht gemacht. So, mit wem geht's jetzt weiter? Mit Leons, stimmt das? Oui, bonjour, Domian. Wie heißt der? Wie spricht man es aus? Leons, ja. Also ist das ein Mann? Das ist richtig. Ja, 25 Jahre alt. Richtig. Also ich habe folgendes Problem. Ich habe eine spezifische Phobie, Domian. Ja, nämlich? Das ist eine Phobie, die bezieht sich auf die Nase. Es ist eine Deformationsangst auf die Nase bezogen. Eine Deformationsangst auf die Nase bezogen? Ja, das ist richtig. Du hast Angst, dass dir deine Nase irgendwie platt gehauen wird oder dass die sich verkrümmt oder was? Richtig, dass sie deformiert wird. Und das ist. Du hast aber eine schöne, normale Nase im Moment. Ja, eine schöne Nase. Ja, und du hast Angst, dass die nicht mehr schön ist irgendwann. Richtig, und dass ich dann keine Liebe mehr erfahre und ich nicht mehr gewollt bin von meiner Umwelt. Vor was genau hast du da Angst? Ja, es bezieht sich eigentlich auf alles Statisches. Auf Wände, auf Türrahmen, auf Duschecken. Also du hast Angst, dass du davor läufst?
Ja, richtig. Und dir dabei die Nase verletzen könntest. Ja, die deformieren. Nase deformieren, sagst du immer so ganz vornehm. Ja, richtig. Also verletzen, dass sie dann verkrümmt, wieder anwächst oder so etwas. Dass sie nicht mehr so schön ist wie jetzt im Moment. Richtig. Das ist aber nur auch sehr komisch. Das habe ich noch nie gehört. Merkwürdig. Ja, es ist aber sehr belastend, Domian, weil diese Symptomatik belastet mich seit 1998. Seit 1998? Was, ja, was war denn 1998? Und ich, es waren so einige Bemerkungen von meinen Mitmenschen, du Nasenbär oder du Nase oder so. Warum? Und ich denke mal, dass ich das, was wir auch in diese Therapien, die ich bisher absolviert habe, dass wir das so herausgefunden haben, dass sich das manifestiert hat. Verstehe ich nicht. Du hast eine normale Nase und die Menschen sagen zu dir, du Nasenbär. Ja, richtig. Warum sagen die zu dir, du Nasenbär, wenn du eine normale Nase hast? Ich weiß es nicht. Nee, im Ernst, das verstehe ich nicht. Es ist ein bisschen Diskriminierung, ein bisschen, ich weiß es nicht genau. Also sieht die Nase doch nicht so ganz normal aus? Doch, es ist eine schöne Nase. Ja, aber wieso ziehen die Menschen dich mit deiner Nase dann auf, wenn sie völlig unauffällig eigentlich ist? Ich weiß es nicht, aber letztendlich ist es das Resultat, dass ich jetzt in meinen Ängsten gefangen bin und ich praktisch ja nur auf diesen Augenblick warte, dass es passiert und ich dann, dass es dann berechtigt ist. Also, diese und 1998 hat man das zum ersten Mal zu dir gesagt. Ja, das ist richtig. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Stellen wir das aber mal zur Seite. Wie gehst du denn mit dieser Angst um? Überall sind ja Wände und Ecken und so etwas. Wie verhältst du dich denn, um diesen Dingen im wahrsten Sinne des Wortes dann aus dem Wege zu gehen? Ja, es ist immer ein Schutzmechanismus, eine Protektion für mich. Dieses Abstützen und langsam, immer alles ganz langsam. Achso, du gehst mit den Händen immer vorweg, damit die Hände dich quasi schützen? Ja, oder abstützen überall oder alles in Zeitlupe. Wenn ich aufstehe und habe Angst, den Tisch zu berühren oder das Regal, ich mache dann alles in Zeitlupe und kontrolliere immer mit den Augen, dass nichts passiert. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr kurios, fast witzig. Ist aber wahrscheinlich für dich nicht witzig. Es ist sehr belastend. Ne? Wenn ich mir vorstelle, du stehst da in Zeitlupe auf und hältst dich fern von allen, damit der Bus nicht an deine Nase kommt, ist schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Wie wärst du mit einem Nasenschoner? Mit einem irgendetwas, was die Nase schützt? Ein Nasenschützer, nicht Schoner. Ja, also ich denke, wenn ich dieses beginnen würde, würde diese Normalität irgendwann nicht mehr so realisierbar sein. Ja, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ja, mit der Stahlkappe über der Nase. Du hast gerade in der Andeutung, in dem Satz gesagt, du bist deshalb in psychologischer Behandlung. Ja, also Domian, ich habe schon sehr viele Therapien gemacht. Ich habe schon drei verhaltenstherapeutische Therapien gemacht. Alles wegen der Nasenphobie. Ja, richtig. Mhm. Eine psychokinesiologische Behandlung und auch Hypnose bei einem Arzt und Psychotherapeut. Und nichts hat genutzt? Nein. Schränkt das dein Leben sehr ein? Ja, sehr. Inwiefern schränkt es dein Leben ein? Indem ich einfach die normalen, schönen Dinge meide, weil ich Angst habe. Wenn ein Disco-Treff ist oder Freizeittreff, beim Einkaufen ist es sehr schwierig, weil überall sind ja Ecken, Türen, Rahmen, statische, harte Sachen. Wo du gegenlaufen könntest. Richtig. Also du hast immer Angst, dass du irgendwie zwanghaft plötzlich dagegen läufst. Ja, es ist ein Zwang. Nein. Du hast Angst, dass du deiner nicht Herr bist irgendwie mal, dass du, so wie Menschen Angst haben, beispielsweise auf einem Dach zu stehen. Die haben Angst davor, dass sie von sich aus runterspringen. Kenne ich auch. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Hast du die Angst, wenn du vor einer Wand mit einem Meter Entfernung stehst, dass plötzlich du wie von Sinnen gegen die Wand läufst und deine Nase verletzt? Es ist ein bisschen anders. Wenn ich zum Beispiel durch diese Tür gehen will, durch diesen Rahmen, ist diese Angst vor der Abweichung da, dass ich diesen normalen Weg nicht gehen kann, sondern plötzlich abweiche und dann gegen die Ecke komme und dann richtig knack und am Bluten und platt und aber es ist bisher noch dick und breit. Verstehe. Es ist bisher noch nicht passiert, ne? Es ist noch nicht passiert, nein. Was machst du vom Beruf? Ich studiere. Ich habe vorher schon eine Ausbildung gemacht und auch Soldat habe ich gemacht und momentan studiere ich in Deutschland. Und was studierst du?
Ich studiere Psychologie. Psychologie, wie passend, ne? Ja, das ist richtig. Wie passend. Aber du bist ja eigentlich an der Quelle, wie man dir helfen kann. Ja, wahrscheinlich weißt du, bist du viel besser informiert über alles und hast dich viel intensiver dann beschäftigt als ich sowieso, auch als meine Leute hier im Hintergrund. Ich glaube aber, dass mir eine richtige Person noch den Weg weisen muss daraus. Aber in der Tat ist das ja schon sehr schwierig. Es scheint ja schon etwas sehr, 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 sehr Schwerwiegendes zu sein, wenn du solche Therapien hinter dir hast und es hat nichts genutzt. Du selbst bist Psychologiestudent, das heißt, du beschäftigst dich mit all diesen Vorgängen auch und hast dich wahrscheinlich schon kundig gemacht, kreuz und quer. Das ist richtig. Ich habe momentan noch ein Angebot, eine tiefenpsychologische stationären Aufenthalt zu machen oder eine verhaltenstherapeutischen Aufenthalt noch. Und meine Frage wäre auch an einen Fachpsycholog von dir, du bietest ja auch Fachpsycholog an, ob er mehr zu dieser tiefen psychologischen Behandlung rät oder diese verhaltenstherapeutische. Gut, das können wir gleich so machen. Das ist natürlich selbstverständlich. Ich würde dich aber gerne noch fragen, wenn du Student bist und mit dieser Phobie leben musst, das heißt, dass doch dein ganzes Leben, eben auch das studentische Leben, dein Alltagsleben extrem eingeschränkt ist, ne? Das ist richtig. Oder belastet ist dadurch. Es ist richtig. Es ist Horror. Hast du eine Freundin? Nein, ich habe vorher habe ich zwei längere Beziehungen gehabt. Ich habe eine ein Dreivierteljahr gehabt und eine 5 Jahre. Mit einer Frau. Ist das so, hast du Freunde? Ich habe Freunde, aber diese Hauptaktivität mit neuen Umfeldern ist auch sehr schwierig, weil ich vermeide ja diese... Genau, darauf wollte ich hinaus, dass du wahrscheinlich auch sehr viel dich einfach zurückziehst in deine vier Wände, aus Vorsicht, aus Angst. Richtig. Und du somit auch irgendwie in so einen Strudel gerätst, dass du auch immer mehr vereinsamst. Ja, du musst dir das so vorstellen, wenn ein Treff ist für eine Diskothek zum Beispiel, dann habe ich immer den Gedanken, jetzt musst du da heil reinkommen und da heil durchkommen. Sobald du irgendwo anstößt und es ist diffamiert, wirst du nicht mehr geliebt. Bist du uninteressant für deine Umwelt. Bist du nicht attraktiv, dich will keiner haben. Also es ist die Angst, die Nase zu verletzen und die Angst, wie du es gerade sagst, nicht attraktiv zu sein. Ne? Richtig, richtig. Nicht gemocht zu werden von den anderen Leuten. Interessant finde ich es ja, dass sich das so auf die Nase fokussiert, dass du nicht Angst hast, meinetwegen mit der Stirn irgendwo gegen zu laufen, aber die Nase ist es, ne? Ja, ich denke, vielleicht, weil sie das als Angriffspunkt auch gewählt haben, dass ich da diese Spezifizierung auch gewählt habe, an meine Nase. Wenn jetzt noch etwas passiert, dann sieht sie vielleicht noch schlimmer aus, aber sie sieht ja nicht schlimm aus. Ja, nein, sie sieht. Aber es ist dann so, der Gedanke halt. Ja, ist mir klar. So, das ist jetzt sehr, sehr, ein Fachproblem, finde ich. Und du hast ja auch eine klare Fachfrage. Das heißt, jetzt verweise ich dich mal an meinen Psychologen, an den Johannes. Ich danke dir. In der Hoffnung, dass der Johannes dir sagen kann, was er dir rät. Und ich hoffe, dass es dir hilft, dass du vielleicht ein bisschen weiterkommst mit dem Problem. Ich danke dir. Alles Gute, Leon. Ich danke dir. Tschüss. Also du legst auf, wir rufen dich zurück, ne? Ja, kein Problem. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Haut und Haare. Ich möchte gerne mit euch über Hautkrankheiten reden, über Hautverletzungen, über Haut als Sexualorgan, vielleicht auch im übertragenen Sinne. So, Stichwort die zweite Haut, wenn ihr auf Leder und Lack steht oder so etwas. Über Haare möchte ich auch reden mit euch. Haare an falschen Orten am Körper. Oder vielleicht gibt es auch Haarfetischisten unter euch. Oder ich würde auch gerne mit einem Schamhaarfriseur reden, der so etwas anbietet. Oder wir können auch im ganz übertragenen Sinne reden. Haut und Haare vielleicht als Beweismittel bei einem Verbrechen, bei einem Kriminaldelikt. Also morgen heißt unser Thema Haut und Haare. Näheres noch zu dem Thema könnt ihr nachlesen unter www.domian.de. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne nochmal sehr empfehlen, die tollen Fanseiten von Domian. Die Domian-Fanseiten nehme ich unter www.nachtlager.de. Das schöne deutsche Wort Nachtlager.de. www.nachtlager.de. So, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Karin ist hier. 35, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Karin. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ein Scheißthema. Sprich Beziehung mit einem Mann, mit dem, wo ich seit 5 Jahren zusammenlebe. Jetzt hoffe ich nicht, dass dein Akku gleich leer ist. Dann doch, ich habe das Gefühl. Dann können wir es gleich aufgeben, weil es immer zu piepen wird.
Wir versuchen es mal. Oder hast du ein Festnetz, wo du noch ein anderes Gerät? Ich habe ein Festnetz. Dann würde ich sagen, wir rufen dich nochmal neu an. Ne? Mhm. Und wir reden dann gleich. Du legst auf und meine Redaktion ruft dich nochmal an. Sehr nett. Okay, bis gleich. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Dann haben wir hier Simone. Simone ist 35 Jahre alt. Hallo Simone. Ja, hallo Domian. Hallo Simone. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein ganz großes Angstproblem, weil ich habe Angst, dass mir was passieren könnte wieder, was mir schon in meiner Kindheit passiert ist. Mein Vater hat mich sexuell missbraucht. Über welchen Zeitraum? Oder was ist einmal vorgekommen? Oder nee, praktisch mein ganzes Leben lang. Die ganze Kindheit? Ja. Solange du dich erinnern kannst? Ja, bis vor 2 Jahren. Wie bitte? Bis vor 2 Jahren? Du bist 35? Ja. Dein Vater hat dich bis vor 2 Jahren sexuell missbraucht? Ja. Wie ist das möglich? Ja, ich kann, also wenn ich jetzt so drüber rede, scheint mir das auch unmöglich. Aber wenn ich ihm gegenüberstand, wenn er in meiner Nähe war, war ich nicht in der Lage, mich irgendwie zu wehren. Das heißt, du hast dein ganzes Leben von Kindheit an in einer Sexualität verbracht, bis jetzt zu deinem 33. Lebensjahr mit deinem Vater. Ja. Hast du selbst bist du verheiratet oder hast du einen? Ja. Du bist verheiratet. Wie lange schon? Ja, jetzt 16 Jahre. Das heißt also, während der Ehe ist das auch passiert? Ja. Weiß da jemand etwas von? Mein Mann weiß es jetzt seit ein paar Wochen, seit ich in der Reha war. Warum warst du in der Reha? Ja, deswegen, weil ich habe durch diesen Missbrauch habe ich angefangen, mich selbst zu verletzen bin in eine Bulimie reingerutscht. Und ich verstehe, da passiert natürlich alles, was mit einem Körper passieren kann, aus Verzweiflung, aus Unglück und Traurigkeit. Ja. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, als er das erfahren hat? Er war geschockt, entsetzt und ja. Also ich bin froh, dass er so reagiert hat, dass er nicht hingefahren ist und ihn zusammengeschlagen hat. Früher hätte er das getan. Und er hat dich auch nicht fallen gelassen? Nee, das war ja meine größte Angst, dass er mich verlässt oder so. Wie kam es denn dazu, dass du es ihm erzählt hast? Ich habe es ihm gar nicht gesagt. Er hat in meinem Tagebuch im Computer gelesen. Wir haben da eine gemeinsame Seite. Und er hat das gesucht und ja, hat es dann gelesen. Und der Zusammenhang war, wie du es gerade gesagt hast, dass du eben in die Reha-Klinik musstest und du auffällig geworden warst. Ja, ich hab mit meinem Arzt gesprochen. Ich wollte so nicht mehr weitermachen, weil meine Bulimie wurde immer schlimmer. Und ich konnte das einfach nicht mehr so lassen und ich wollte das auch nicht. Hast du das so bewusst dort platziert, dass er das lesen kann? Ich denke, ja, unterbewusst. Unterbewusst, weil, weil wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es verschlüsselt und er hätte es nie gefunden. Wie kam es denn, dass dein Vater dich dann vor 2 Jahren in Ruhe gelassen hat? Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe einfach den Kontakt abgebrochen. Lebt deine Mutter auch noch? Nee, meine Mutter ist gestorben vor 5 Jahren. Ja. Die hat aber auch nie etwas geahnt von all dem. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie es geahnt, weil als ich 11 war, hat sie mich zu meiner Oma gehen lassen. Und ich denke halt immer, welche Mutter lässt ihre Tochter mit 11 zur Oma gehen, wenn alles in Ordnung ist? Ach so, zur Oma gehen, heißt das, sie hat dich ganz zur Oma gegeben quasi, dass du da lebst. Ja, ich war dann immer nur Wochenende und Ferien zu Hause. Dann heißt das, die letzten Jahre hast du dann deinen Vater zu Hause besucht? Ja. Und dann ist es immer zu einem sexuellen Akt gekommen? Ja. Ich habe dann immer versucht, irgendwen mitzunehmen. Meine Kinder oder meinen Mann oder irgendwen, damit ich nicht alleine dort war. Aber später habe ich mich nicht getraut, die Kinder mitzunehmen, weil ich gedacht habe, der tut ihnen auch vielleicht was. Ist das dann jedes Mal passiert, wenn du bei ihm warst? Ja.
Ist es immer nur bei ihm passiert, in seiner Wohnung? Nee, eigentlich nie in der Wohnung. Er hat dann immer gesagt, er muss mir was zeigen auf dem Friedhof oder er muss dahin fahren, ich soll mitkommen. Und wo ist es dann passiert? Im Auto, oder? Ja, im Auto, im Wald, im Feld. Auch sogar auf dem Friedhof, dort, wo deine Mutter liegt? Nee, auf dem Friedhof nicht. Das hat er immer nur als Ausrede benutzt, also damit er mich aus dem Haus raus. Warum hat er das nicht in der Wohnung gemacht? Das weiß ich nicht. Also es war immer irgendwo draußen? Ja. All die Jahre? Ja. Auch früher, als du Kind warst? Ja. Hat er dir gedroht, wenn du es nicht mehr machst oder wenn du es jemandem sagst, dann mache ich das und das mit dir? Ja, also er hat gesagt, wenn ich es jemandem erzähle, dann werde ich schon merken, was ich davon habe. Er hat seine Methoden. Also er hat es aber so vage nur gesagt. Er hat nicht gesagt, ich bringe dich um oder so. Nee, das nicht. Also um mich eben dazu zu überreden, hat er immer gesagt, ja, die Mama hätte das auch so gewollt und alle Papas machen das mit ihren Kindern und das muss so sein. Also Simone, das kann ich noch in einem gewissen Grade nachvollziehen, wenn man Kind ist, wenn man Jugendlicher ist. Ich frage dich das jetzt, bitte versteh das nicht als Vorwurf. Ich kann gar nicht ermessen, in welcher Notlage du warst, deswegen mache ich dir wirklich keinen Vorwurf. Ich will es nur verstehen. Wie kommt es, dass du dann, als du erwachsen warst, so mit 25, 20 oder gar mit 30 noch, nicht einfach Nein gesagt hast? Ja, ich habe das mal probiert. Ich will nicht und lass mich. Aber das hat nicht funktioniert, weil er hat mich so klein gemacht immer. Er hat dann dieselben Sachen benutzt, die er gemacht hat, wie ich noch klein war. Und plötzlich kamst du dir vor wie das kleine Mädchen? Ja, ich konnte mich gar nicht mehr wehren. Ich war dann einfach wieder 6 Jahre alt. Ich konnte mich wehren gegen ihn. Ich war einfach nicht fähig. Und es ging einfach nicht. Was war das für eine Sexualität? Hat er immer direkt mit dir geschlafen? Am Anfang nicht, aber später dann schon. So wie ich so 7, 8 war. Bis jetzt, bis zum Schluss? Ja. Ist er in dich eingedrungen? Musstest du ihn auch oral befriedigen? Nee, das hätte ich auch nicht gekonnt. Das war so schon schlimm genug. Jetzt warst du in der Reha-Klinik. Sagst du, wie lange? 7 Wochen. Er lebt noch, ne? Ja. Hast du in der Klinik den Leuten, den Ärzten und Psychologen gesagt, was Unglaubliches du erlebt hast? Ja. Und die haben dich jetzt nach 7 Wochen so entlassen? Ja, die LVA hat die Behandlung nicht verlängert. Die haben keine Genehmigung für eine längere Behandlung gegeben. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Nach so einem Schicksal, nach so einem Leid, gehörst du jahrelang in gute psychologisch-ärztliche Betreuung. Das heißt, im Moment hast du keinen Therapeuten an deiner Seite? Also ich bin jetzt zurzeit noch in der Tagesklinik hier bei uns. Jetzt seit 6 Wochen. 6 oder 7 Wochen. Und ja, ich weiß halt nicht, wie lange das geht, weil die Krankenkasse, ich weiß nicht, wie lange die das zahlt. Also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Wie ist denn die Situation, die Stimmung im Moment bei euch zu Hause, zwischen dir und deinem Mann? Also mein Mann hat gesagt, haben wir uns gerade letztens unterhalten, seit er weiß, was für Probleme ich habe und wie schlecht es mir doch eigentlich die ganzen Jahre gegangen ist und seit wir drüber gesprochen haben, ist er der Meinung, ist unsere Beziehung besser geworden. Toll. Er hätte dir auch Vorwürfe jetzt machen können, ne? Nach dem Motto, warum hast du mir nichts gesagt? Warum lässt du dir das gefallen? Ja, das hat er am Anfang auch, aber nicht negativ, sondern er hat gesagt, warum hast du mich dir nicht helfen lassen? Hast du aber einen tollen Mann, Simone, muss ich dir sagen. Ja. In all dem Unglück, was du da leiden musstest, hast du das Glück, dass du diesen Mann jetzt an deiner Seite hast. Es hätte ja auch sein können, dass der dich verlässt, ne, nachdem er das erfahren hat. Ja, die Angst hatte ich natürlich.
Ich gehe auch mal davon aus, wenn du so ein Grauen hast erleben müssen, dass du auch nie Spaß an der Sexualität mit deinem Mann hattest, oder? Ja, ganz selten. Wenn nur in den Momenten, wo ich einfach abschalten konnte und nicht immer diese Bilder vor Augen hatte und klar, wo ich mich einfach auf irgendwas anderes konzentrieren konnte. Hat denn dein Vater in all den Jahren das mit Kondomen gemacht? Nee, nie. Das heißt, es hat doch immer die Gefahr bestanden, dass du hättest schwanger werden können von ihm? Ja, immer. Mein Gott. Am Anfang war ich mir auch nie sicher, ob meine Kinder auch wirklich die Kinder von mir und meinem Mann sind oder nicht. Bist du dir heute sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Was gibt dir die Sicherheit? Die Blutgruppen geben mir die Sicherheit. Weil ich habe 0 negativ und mein Mann hat AB negativ und mein Vater hat 0 positiv und die Kinder haben alle negativ und das könnte nicht sein. Ist das so? Und weiß ich gar nicht. Bist du sicher? Ist das so? Also der Arzt hat gesagt, das könnte nicht sein. Hast du den Arzt eingeweiht? Ja, ich habe gefragt, ob man an den Blutgruppen eben erkennen kann, dass es die Kinder sind. Und da hat er gemeint, bei solchen Blutkonstellationen, die wir sie haben, hätte ich normalerweise gar nicht so die Kinder kriegen dürfen. Gibt es bei dir die Überlegung, deinen Vater anzuzeigen? Ja, das wäre ich immer gefragt. Und ich weiß es nicht, Domian. Auf der einen Seite denke ich, normalerweise müsste ich es tun. Mhm. Aber dann denke ich wieder, was für eine Strafe wird einer kriegen, der 68 Jahre alt ist? Ja? Dennoch kriegt er eine Strafe. Ja, aber der hat so viel Geld, der wird sich freikaufen, da bin ich mir ganz sicher. Und der wird sagen, ja, die lügt doch, wenn der den Mund aufmacht. Weißt du, Simone, ich glaube auch, dass diese Entscheidung immer erst getroffen werden muss, wenn die betroffene Person, in deinem Fall jetzt du, wenn die betroffene Person auch stabil genug dafür ist. Und deshalb finde ich so wichtig, dass du in eine permanente psychologische Betreuung kommst. Mhm. Und bin ganz entsetzt darüber, was man dir da antut, dass da angeblich keine Gelder sind. Wenn nun wirklich Geld richtig angelegt ist, dann ist das in diesem Fall so. Ich möchte gerne, dass du auch, was diese finanzielle Sache anbelangt, das ist ja nur wirklich ein Dschungel, da habe ich auch gar keine Ahnung von. Ich würde dich jetzt gerne weiter vermitteln an meinen Psychologen. Mhm. Denn das ist, glaube ich, jetzt erstmal das A und O, dass du in gute therapeutische Hände kommst. Ja, ich suche auch bei mir im Raum noch einen Therapeuten, ja, weil ich bin ja jetzt nur in der Tagesklinik. Ja. Und wenn die fertig ist, brauche ich ja auch einen Therapeuten. Und so, wir versuchen jetzt im Rahmen dessen, was wir hier können, werden wir jetzt versuchen, dir behilflich zu sein. Und ich hoffe sehr, dass es etwas sein wird, was dir ein kleines bisschen zumindest weiterhilft. Ja. Das heißt, du legst auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute klar. Und Liebe von Herzen und Glückwunsch zu deinem Ehemann. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mike. Mike ist 50. Guten Morgen. Grüße dich. Hallo Mike. Ja, da sind ja andere Probleme eigentlich gar keine mehr gegen. Also jetzt muss ich erstmal selbst mich wiederfinden. Mhm. Also, mein Thema ist, ich steige in keinen Liner, also heißt Linienflugzeug. Das ist ja nun jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Es gibt viele Leute, die das nicht machen, weil sie Flugangst haben oder sonstiges. Ja. Und jetzt oute ich mich mal und hoffe, dass mich nicht alle meine Bekannten jetzt anrufen. Ja. Ich bin Selbstflieger. Das heißt, ich mache Segelflug, Motorflug, ja, das seit den 70er Jahren. Aber du bist kein Pilot in einer großen Maschine? Nein, das nicht, sondern ich habe ein ganz anderes Problem. Ich kann nicht mitfliegen. Also, du bist Hobbyflieger, diese kleinen Cessna und sowas fliegst du. Ja, genau, Rallye Moran und sowas. Also, sowas, also, ja. Teilweise noch ältere und mache sehr gerne Segelflug, fliege lange in Gap, Vaillance in Südfrankreich, Alpensegelflug und toll, all diese Sachen. Das macht dir nichts aus? Nein, im Gegenteil. Ich habe einen Freund, der hat eine Bücker, also das ist ein Doppeldecker, ein offener, da machen wir Kunstflug, ist übrigens schöner als das schönste Sexerlebnis, kann ich nur jedem empfehlen. Ist wirklich wahr. So, ich bin 50 Jahre, die Erfahrung habe ich schon. Aber wie absurd. Und du kannst nicht in einen Linienflieger einsteigen. Ja. Und also, nicht hinten im Passagierteil Platz nehmen. Genau so ist das. Warum nicht? Ja, also es hat damit angefangen, dass mir irgendwann mal 77, wo das alles noch klappte, mal schlecht geworden ist. Dann bin ich nicht reingegangen, mehr in einen Flieger, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Mach mal Flüge mal von Düsseldorf nach Berlin oder sonstiges.
was dann mehr oder minder geklappt hat. Mhm. Es war aber nicht gut. Mhm. So, und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben, obwohl ich immer gesagt habe, was soll ich eigentlich beim Psychologen, wenn ich mit dem durch bin, dann muss der selbst zum Kollegen, bin ich zum Psychologen gegangen. Ah, ja. Habe eine sogenannte Verhaltenstherapie mitgemacht. Ja, ja. Und die über 2 Jahre. Habe das Glück gehabt, dass dieser Psychologe auch noch Hypnosepsychologe war. Mhm. Habe also von den 2 Jahren fast 1 Jahr noch Hypnosetherapie mitgemacht. Ja. Problem ist, es gibt keins. Das heißt, wir sind nicht daran gekommen, woraus sich begründet, dass ich nicht in den Flieger steige. Also das Problem ist nicht gelöst. Das Problem ist nicht gelöst. Das heißt, du kannst nach wie vor nicht in ein Linienflugzeug. So, und das jetzt schon seit, ja, wenn man so will, Anfang der 80er Jahre. Dann habe ich mal irgendwann so vor 10 Jahren gesagt, also das kann natürlich eigentlich nicht sein. Ich muss auch dazu sagen, ich hoffe, es hören nicht allzu viele zu, die mich kennen. Es weiß in meinem engeren Umfeld bis auf meine Lebenspartnerin eigentlich keiner. Wobei, ist es ja nicht schlimm. Ja, also ist in welchen Kreisen kannst du dich mit sowas nicht outen. Die zeigen dir ja einen Vogel. Die sagen immer, der muss irgendwo eine Scheibe haben. In welchen Kreisen? In Fliegerkreisen? Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen seltsam. Also da ja. werden andere Dinge diskutiert, wie bei den Anglern der größte Fisch. Nur könnte man ja sagen, okay, so schlimm ist es nicht. Die kleinen Strecken so in Europa, kannst du selbst fliegen? Ja, Europa muss ich auch einschränken. Ich habe BZF2, also das heißt Funksprechzeugnis für Deutsch. Ich habe aber Fliegerkollegen, die Englisch können, dann fliegen die mit. Das ist auch nicht das Problem. Gut. Kann ich, ja. Dann musst du dir halt, dann kannst du halt nicht nach Amerika fliegen oder ja, nach Australien. Das gerne. Möchtest du gerne? So, und jetzt kommt diese ganze Kausalkette. Das heißt, vor ungefähr jetzt 10 Jahren fing das an, nachdem ich Verhaltenstherapie mitgemacht habe, so nach dem Motto, also das haben alle Probleme, nur du nicht. Mhm. Habe ich gedacht, naja, hatte mir eigentlich unter Psychologen was anderes vorgestellt. Mhm. So, dann bin ich in eine ähnliche Therapie gegangen, wie sie, man kann den Namen ruhig nennen, Donnier anbietet. Also Konfrontationstherapie. Ja, genau. Mhm. Das Ergebnis davon ist, dass ich aus dieser Therapie heraus mehr Macken mitgenommen habe, als ich sie eigentlich vorher reingebracht habe. Ja, nämlich, dann wurde mir gesagt, ob ich Klaustrophobie habe. Ja. Habe ich gesagt, nee, habe ich eigentlich nicht. Ja, ich sollte mir doch mal vorstellen, was passiert eigentlich, wenn ich im engen Fahrstuhl stehe. Also, man kann im Prinzip sagen, du bist kaputt therapiert worden. Insofern haben sich diese Symptome dann zeitweise, muss ich sagen, das habe ich jetzt wieder im Griff, auf Fahrstühle oder auch andere enge Räume bezogen. Da hatte ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Da bin ich erst in der Therapie draufgekommen. Ja. So nach dem Motto, der typische Hypochonder nimmt das an, was er am besten kann. Wie ist das denn im Flugzeug? Wann warst du das letzte Mal in einer Linienmaschine? Also das letzte Mal in der Linienmaschine war ich hier auf der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin. Mhm. Die stand am Boden und die war voll. Und also, das heißt, sie sind durchgegangen. Und das war schon schlimm. Ich habe Schweißausbruch gekriegt, als ich mittendrin war. Ja. Wann warst du das letzte Mal in der Luft mit einer solchen Maschine? Mit einer Linienmaschine? Ja. Also, ich sag mal, auf einem längeren Flug außerhalb der Bundesrepublik 1977, das war der letzte Flug. Ja, und innerhalb der Bundesrepublik? Ja, das ist, glaube ich, auch schon 6 oder 7 Jahre her. Ja. Aber das ist immer so eine Sache, eine Stunde. Dieses ist dann, auch in dieser Stunde, ist dann Horror? Schweißausbruch, Beklemmung, Panik oder wie? Ja, also ist die Angst vor der Angst, wenn du so willst. Also ich muss schon mich fast 2 Tage vorher mit Psychopharmaka darauf einstellen, dass ich fliege, weil ich auch geschäftlich viel unterwegs bin. Lässt sich das manchmal nicht vermeiden, obwohl ich immer dann sage, ich habe Bekannte dort wohnen und komme mit dem Auto angereist. Ja. Weil das kann man gut machen, wenn man selbst fliegt, dann glaubt an was jeder. Nun könnte man ja sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen nervig und lästig, aber es ist auch ein Luxusproblem. Ne? Du kannst ja eigentlich gut leben und dein Leben führen. Nur gut, du kannst ja nicht nach Amerika, nach Australien, weiß ich wohin, reisen oder schwerlich reisen. Aber du kannst ja eigentlich ein normales Leben führen. Also ich führe ein normales Leben. Führst du? Ich behaupte auch mal, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehe und habe mir bisher eingeredet, das ist also auch eine Sache der Therapien gewesen, dass ich da gar nicht hin muss. Also nach Amerika oder nach Australien. Ich meine, so kann man auch Probleme lösen. Ja. Jetzt bin ich aber mittlerweile 50 und sage, also das ist es aber nicht gewesen. Ich würde da mal gerne hin, da musst du mit dem Schiff fahren. Ja, ja. Ja, das ist eine andere Geschichte, aber... Gutes Stichwort, Schiff. Ginge das? Es ist ja auch nur ein abgeschlossener Raum. Ja, da bin ich aber dann eine Woche. Du bist eine Woche, in einer ähnlichen Situation, ja, ja. Das heißt wieder gefangen. Ja, ja, genau. Mhm. Ne? So, dann kommt das andere, dann habe ich die Platzangst gegebenenfalls. Weil das eine auslösende Sache ist aus der Therapie heraus, wo ich gesagt habe, danke an alle Psychologen. Aber es ist ja wirklich völlig, völlig schräg, dass du keine Platzangst hast, wenn du alleine in deiner Cessna sitzt. Nein, ich wo kann es nur auch ganz, der ist ja noch extremer. Ja, wo es noch viel enger ist und heißer im Sommer. Ja, das ist wirklich verrückt. Ja, ist so. Ich habe hier auch keine Flugangst. Ich habe ja nicht davor Angst, dass der Flieger abstürzt oder sowas, sondern ich habe
ein beklemmendes Gefühl, dass ich mit in Anführungsstrichen 500 Leute auf einem Flex sitze und nichts machen kann. Ja. Ich kann es ganz gut nachvollziehen, weil ich Aufzüge meide. Ja. Da kriege ich auch mal so ein Gefühl. Ja. Ich habe nicht Angst, dass der Aufzug abstürzt, weil in der Regel stürzen die nicht ab. Nö. Ich habe Angst, dass der hängen bleibt und ich nicht raus kann. Mhm. Und ich nicht Herr meiner selbst bin. Ja, so ungefähr ist das. Ja, insofern kann ich es gut nachvollziehen. So, jetzt hast du 100.000 Therapien gemacht, warst wahrscheinlich bei vielen Fachleuten. Was können wir jetzt mit diesem Gespräch hier bewirken? Ja, die Frage ist, ob du dann links, also es gibt ja so diese sogenannte NLP, das heißt neurolinguistische Programmierung. Ja, du bist gut informiert, ich merke schon. Ja, es wird, ja, weil das auch so ein bisschen in meinen Beruf reinkommt. Ja. Das macht man ja so zum Beispiel, wenn man seine Persönlichkeit in bestimmten Verkaufssituation oder auch anderen Bereichen, Lebensbereichen mit einbringen will. Mhm. Und ein erfahrener Trainer sagte mir mal, also das ist eine das ist eine Programmierung. Das heißt, ich habe mir aus einem Lebensumstand heraus, den ich wahrscheinlich gar nicht bewusst wahrgenommen habe, so programmiert, dass ich, dass mein Inneres, was nicht steuerbar ist, vegetativ sagt, meiden. Ja. So, und sagte, das Problem kann man dadurch lösen, dass man das wieder umfunktioniert. Ja. So, die Frage ist, ist das die Lösung oder hänge ich nachher in Amerika, habe mich umprogrammiert für den Hinflug und wie komme ich wieder zurück? Ja, das ist natürlich ganz misslich. Ja, weil die handelt ja mit den Einbürgerungen so nicht. Wir machen mal Folgendes. Ich habe ein hochqualifiziertes Publikum und wir haben hier schon so super gute Tipps bekommen von Leuten, die uns zuschauen, zuhören, egal aus welchen Bereichen. In diesem Fall wäre es jetzt aus dem medizinisch-psychologischen Bereich. Wer jetzt eine gute Idee hat, einen interessanten Hinweis für den Mike, der möge uns doch bitte mailen unter domian@wdr.de oder faxen unter 0800 220 50 51. Das werden wir dann an dich weitergeben, Mike. Das hat was. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich dir noch ein Gespräch mit meinem Fachmann hier anbieten kann. Wäre vielleicht eine Alternative. Wäre auch noch eine Alternative. Wobei ich sehr gespannt bin auf die Reaktion des Publikums. Wie gesagt, wir haben hier manch einen super tollen Tipp schon bekommen und der hat dann dem jeweiligen Anrufer sehr weitergeholfen. Machen wir das mal so. Also, wenn ihr einen Tipp für Mike habt für sein spezielles Problem, ihr habt es jetzt mit anhören können, bitte mailen unter domian@wdr.de oder faxen unter 220 50 51 Vorwahl 0800. Okay? Klasse. Mike, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Klasse, danke. Okay, tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. Jo, morgen heißt unser Thema Haut und Haare. Möchte gerne reden mit euch, zum Beispiel über Hautkrankheiten, Hautverletzungen, Haut als Sexorgan. Möchte gerne vielleicht auch reden mit Leuten, die Haarfetischisten sind oder die sich die Schamhaare frisieren lassen oder die Probleme damit haben, dass sie Haare am falschen Ort haben, dass die wuchern und wachsen, wo sie nicht hingehören. Also morgen heißt das Thema Haut und Haare. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen und ich hoffe morgen auch ganz pünktlich im Radio und im Fernsehen, dann beginnt die Sendung um 1 Uhr. So, hier ist Karin, die Karin von vorhin. Hallo Karin. Ja, hallo. Jetzt hoffe ich, dass alles gut geht. Ja, mit Sicherheit. Gut. So, los geht's. Um was geht es bei dir und weswegen hast du angerufen? Es geht um ein Beziehungsproblem. Mhm. Mein Mann und ich, wir sind seit 4 Jahren zusammen. Wir kennen uns seit 6 Jahren. Mhm. Wir haben einen Sohn mit 2,5. Ja. Und seit unser Sohn auf der Welt ist, hat er sich total verändert. Inwiefern? Er ist sexuell brutaler geworden. Brutaler? Ja. Mhm. Was heißt er das? Er verlangt Sachen von mir, die wo ich absolut nicht will. Zum Beispiel? Ich soll ihm die Hand in den Hintern stecken. Ich weiß es nicht, das hatten wir gestern auch schon mal, dass das jemand erzählt hat, dass eine Frau das tun soll, bei einem Typ. Also du sollst das tun, du sollst die Hand ihm in den Anal einführen. Ja. Hast du es schon getan? Ja. Und es war absolut widerlich. Die Hand oder noch weiter den Arm? Nee, nur die Hand. Hm. Magst du noch ein paar Beispiele sagen, was inwiefern er perverser und brutaler geworden ist? Er steckt mir eine Gurke rein. Er fesselt mich. Dass ich nichts mehr tun kann und er tut alles. Mhm.
Und es ist absolut widerlich. Also. Und diese Sexualpraktiken gibt es erst seit das Kind seit da ist? Seit mein Sohn da ist, ja. Das Kind ist 2,5 Jahre alt? Ja. Vorher war er ganz, ganz normal? Ganz normal. Ihr habt normalen, für dich schönen Sex gehabt? Ja, absolut schön und es war normal und und hat sich das, ja. War das wirklich so schlagartig? Das Kind war da und sofort fing er an, ja, anders zu ticken. Ja. Was war das Erste, wo du gedacht hast, was ist denn jetzt hier los? Was hat er da von dir verlangt oder was hat er da mit dir gemacht? Also mein Mann ist Manager bei Siemens und wir waren das erste Mal weg, wo der Sohn 6 Monate alt war. Und da waren wir im Hotel und auf einmal im Hotel drin fängt er damit an. Ja gut, ich wollte es ausprobieren, ich war neugierig, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mit was fing er da an? Dass ich ihm die Hand... Damit fing er an? Ja. Und es ging eigentlich gar nicht so weit. Also ich hab schon probiert und so, aber also es ist nicht so, dass ich... Wenn ich mir jetzt so Sexfilme anschaue oder was, ist es nicht so weit gegangen. Es ist erst danach immer mehr und immer mehr. Das heißt, du hast diese Praktik, man nennt es ja Fisten, schon sehr oft jetzt gemacht bei ihm. Ja. Und er will es. Er steht drauf, er fährt total ab. Kann man sagen, wie oft schon? Oder so oft, dass du es gar nicht mehr weißt? Also seit mein Sohn da ist, 25, 30 Mal. Und dann ist das geschehen, dann hast du das getan und du hast deine Hand eingeführt. Was passiert dann? Und dann sitzt ihr da, liegt ihr da und das war's dann. Für ihn war es schön und für mich war es absolut widerlich. Ich habe mich geekelt. Ich bin zum Duschen gegangen, ich bin spazieren gegangen, ich habe sonst irgendwas getan. So Karin, jetzt fragt sich natürlich jeder Mensch und ich frage mich das auch. Warum machst du das denn, wenn du das so widerlich findest? Ich weiß es nicht. Ich liebe den Mann abgöttisch. Wir haben uns unser Haus, also ich bin ein absoluter Fan von Neuschwanstein. Und wir haben ein Grundstück geerbt von meinem Großvater. Karin, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Du erzählst mir mal nicht so detailliert alle Sachen, damit du nicht wiedererkennbar bist. Ne? Ich ahne gerade, dass du mir irgendwas erzählen wirst, wo vielleicht Bekannte denken, oh, das könnten die sein. Das muss ja nicht sein, du möchtest ja anonym bleiben. Ja, aber sie wissen ja nicht, wo ich wohne, also. Naja, egal, ich würde sagen, das erzählst du erstmal nicht weiter. Die Frage ist ja, die Grundfrage ist, warum lässt eine Frau das mit sich machen? Da sagst du, ich liebe den und der hat eine ganze Menge für mich getan und es der ist... Hat für uns, also wir haben beides dafür unwahrscheinlich viel getan. Und hast du denn, aber ganz wichtig ist für die Karin auch die Überlegung, hast du ihm das denn alles mal so gesagt, dass dir das so widerlich ist? Ich habe es ihm gesagt, wenn er hat gesagt, ich bin nicht so, früher warst du auch nicht so prüde und... Aber früher habt ihr doch gar nicht so solche Sachen gemacht, deswegen... Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das, was... Ich habe ihm auch gesagt, wir haben früher nie so extreme Sachen gemacht. Also im Klartext heißt das, er weiß genau, dass dir das zuwider ist. Ja, also ich wirklich, weine auch viel dabei. Also du weinst sogar dabei? Ja. Und er zwingt dich aber dennoch? Ja. Wie zwingt er dich denn? Übt er auch Gewalt auf dich aus? Ja. Was macht er? Er schlägt mich. Wenn du nicht sexuell so parierst, wie er das gerne möchte. Schlägt er dich sonst im normalen Leben auch? Nee, nie. Also, nie. Das heißt, der normale Alltag, eure normale Ehe, das funktioniert alles so? Funktioniert super. Er macht es auch komischerweise nur, wenn unser Kind nicht im Haus ist. Also kann man sagen, es gibt einen Moment, wo dieser Mann völlig durchknallt, durchrastet. Ja, genau. Das heißt, ne, das und es ist meistens, wenn man, also er ist im Management, er ist in einer sehr hohen Position
Und es macht er meistens nur, wenn er zurückkommt von dieser Reise oder von diesem Auftrag und dann wahrscheinlich sehr angespannt ist und sich einfach entladen will. Genau. So, Kain, jetzt sage ich dir was. Du bist eine erwachsene Frau von 35 Jahren. Ich lasse dieses Argument nicht gelten, ich liebe den aber doch. Ich lasse dieses Argument mittlerweile nicht mehr gelten, wenn die Frauen mir das hier sagen. Aber wenn ich liebe ihn wirklich. Wir sind seit Moment. Wenn du mir vorher solche haarsträubenden Sachen erzählst, dass dieser Mann dich schlägt, dass dieser Mann dich zu perverser Sexualität zwingt, dass er dich auch schlägt, damit du das dann machen sollst. Du weinst aus Verzweiflung währenddessen. Ja. Du sagst ihm das und er weiß es. Und das macht dieser Mann alles mit dir. Der ist es nicht wert, eine Sekunde geliebt zu werden. Auch wenn es ein gutes Leben daneben gibt. Das glaube ich dir ja auch. Ich glaube, das musst du mir gar nicht alles beweisen. Es ist alles Tolles und wunderbar, alles. Aber wenn jemand so etwas mit einem Menschen macht, macht er damit alles andere kaputt, finde ich. Er demütigt dich, er verletzt dich, er tritt dich in den Dreck, so muss man es sagen. So, aber das ist erst seit unser Kind da, also ich denke, dass der wirklich Das ist doch egal, er macht das. Geburtserlebnis. Bitte? Irgendwo. Dass er dieses Geburtserlebnis einfach nicht verkraftet. Na, also, hör mal. Aber Karin, stopp. Du darfst doch jetzt nicht nach Erklärungen suchen und ihn noch entschuldigen. Ja, tue ich aber. Er ist auch, wie du mir sagst, ein erwachsener, sehr gebildeter, wahrscheinlich intellektueller Mann. Der doch auch über sich selbst nachdenken muss. Hier, was mache ich denn mit meiner Frau, die ich auch angeblich liebe? Wahrscheinlich sagt er zu dir auch noch, dass er dich liebt. Oh ja. So. Und du fängst an, noch zu entschuldigen, dass er damit nicht zurechtkommt. Wenn er damit nicht zurechtkommt, dann soll er verdammt nochmal seinen Mund aufmachen oder soll sich in die Hände von einem Psychologen begeben, um das zu überwinden. Aber nicht seine Frau kaputt machen. Und er macht dich ja kaputt damit. Und es ist nicht nur einmal passiert. Passiert jetzt seit 2 Jahren. Ne? Ja. Seit 2 Jahren macht dieser Mann das mit dir. Das heißt, du musst doch schon Angst haben, wenn der nach Hause kommt. Komischerweise, ich freue mich wahnsinnig, wenn er mal nach Hause kommt. Und er hat auch immer so Situationen drin, dann, ich weiß nicht, er ist total lieb und auf einmal knallt irgendeine Sicherung durch und er flippt total aus. So, und du machst das immer wieder mit weil du in einer seelischen Abhängigkeit von diesem Mann bist. Und was soll ich tun? Letztendlich muss es darauf hinauslaufen, dass du von diesem Mann dich abkehrst. Darauf muss es letztendlich hinauslaufen. Weil wenn man 2 Jahre so das angestellt hat, gibt es da fast gar keine Lösung mehr, dass ihr zueinander findet. Wie will er das wieder gut machen? Die allerbeste Lösung ist, dass du so schnell wie möglich von diesem Typ wegkommst. Ich weiß, dass es für jemanden, der so gestrickt ist, wie du gestrickt zu sein scheinst, schwierig ist. Wahnsinnig schwierig ist, weiß ich. Ist mir völlig klar. Dennoch sage ich es dir. Aber ich liebe diesen Mann doch. Wie viel Mal soll er dich denn noch treten? Du liegst auf der Erde, der tritt dir ins Gesicht, der tritt dir in deine Brust und du sagst, ich liebe den? Darf man überhaupt einen Menschen lieben, der so etwas mit einem macht? Ich finde nicht. Ich finde, dass man so viel Selbstachtung haben muss, um zu sagen Nein und aufzustehen und zu sagen, ich gehe. Auch für dein Kind. Ja, mein Kind kriegt es ja komisch. Wenn mein Sohn da ist, dann macht er, also unser Sohn. Nein, Karin, das glaube ich ja auch. Aber noch ist der Kleine klein. Der ist 2,5 Jahre alt. Mhm. Wenn du aber nicht irgendetwas unternimmst, was deine Person schützt, kriegt das Kind das natürlich irgendwann mit, dass die Mutter todunglücklich ist. Dass die Mutter Angst hat. Und somit überträgst du es irgendwann auch auf dein Kind. Du trägst Verantwortung, finde ich, für dich und du trägst auch Verantwortung für dein Kind, dass du etwas verändern musst. Dass du ihm zumindest sagst, pass auf, wenn das jetzt nicht sofort aufhörst, dann werde ich mich von dir trennen. Hast du das so, sowas hast du auch noch nie gesagt, ne? Nee.
dann zeig ihm, dass da ein Gegenüber ist, ein Mensch, eine selbstbewusste Frau, die endlich jetzt nach 2 Jahren Nein sagt. Ja, aber warum hat er sich so verändert? Das weiß ich nicht. Das ist auch mir völlig egal im Moment. Ich höre nur, dass dieser Mann dir sehr schadet. Ja. Und das, wenn wir auch die Gründe wüssten, entschuldigt das nicht sein Verhalten. So. Und jetzt beenden wir das Gespräch auf dem Sender. Ja. Und wir rufen dich noch einmal an jetzt gleich. Mhm. Und dann überlegen wir nochmal in aller Ruhe, wie du jetzt Schritt für Schritt vorgehen könntest. Denn mir ist schon klar, wie schwierig das für dich ist. Ja. Ja, so, sollen wir es so machen? Mhm. Okay, Karin. Dann legst du auf und wir rufen gleich wieder an. Vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Sebastian, 18 Jahre alt. Hallo. Morgen. Morgen. Sebastian. Ja, hallo. Und mein Thema ist der Tod. Der Tod? Ja. Warum? Und zwar, die Freundin meines besten Freundes hat sich gestern das Leben genommen. Wie alt war sie? 20. Ja. Warum hat sie sich das Leben genommen? Dazu gleich. Erstmal wie, sie wohnt in Bielefeld, ihr Freund wohnt in Hamburg. Mhm. Wir haben uns alle vor ein paar Jahren über das Internet kennengelernt, sind mittlerweile gute Freunde alle. Mhm. Und sie war zu Besuch bei ihm. Und ist dort vorne S- bzw. U-Bahn gesprungen. Ich weiß es nicht genau. In Hamburg? In Hamburg, ja. Ja, zwischen Itzehoe und Hamburg. Mhm. Und, ja. Gestern. Und dein gestern Freund war dabei? Nein, der war nicht dabei. Der war in der Schule. Der macht auch Abi. Und sie hat aufs Studium gewartet und war deshalb jetzt bei ihm. Mhm. Naja, und dann habe ich davon gestern Abend leider erst erfahren, als ich nach Hause gekommen bin. Ja. Und habe natürlich sofort angerufen, was los ist. Und da hat er mir das erzählt. Dann bin ich heute Nacht noch hingefahren. Mhm. Und ja, dann war ich da angekommen. Dann hat er es mir erzählt. Mhm. Dann habe ich ihn getröstet. Und heute wollte er unbedingt zur Gerichtsmedizin. Mhm. Und ja, weil ich meinen besten Freund kenne, der ist sehr nah am Wasser gebaut. Und habe ich ihn gebeten, dass ich erst alleine reingehen durfte. Und mir die Leiche angucken konnte, weil ich einfach nicht wollte, dass er... Das durftest du als ja, er war sein Verlobter und er war mit und daher durfte ich rein. Mhm. Er hat also das Okay gegeben. Mhm. Naja, und dann war ich halt im Gerichtsmedizin und da war dann, ja, man muss fast sagen, die Überreste der Leiche. Habe ich mir dann angeguckt. Weil sie ist wirklich von einer vollfahrenden U-Bahn gesprungen. Und das heißt, da ist nicht, war leider nicht mehr viel von über. Und es waren wirklich wie im schlechten Horrorfilm. Einzelne Körperteile nur noch diese. Ich bin ganz erstaunt, dass das geht, dass man dich da reinlässt. Dass ein Verlobter dem zustimmen kann, dass die Familie dem nicht zustimmen muss. Die Familie von Melly, die hat sich nicht wirklich für sie interessiert. Sie hat sie mehr oder weniger sogar in den Tod getrieben. Ja gut, das ist ja jetzt erstmal egal. Ja, es geht ja darum, wie das in der Gerichtsmedizin da angeblich vorgegangen ist, dass du da rein... Ja, wir sind da gemeinsam hin und er steht auch in ihrem, was er jetzt einen Organspendeausweis drin als zu benachrichtigen. Und da war er auch polizeilich erfasst. Weiß man denn etwas über die Gründe? Ja, also es kommt ja. Ich bin ja heute wieder nach hier gefahren. Da kam ein Postpaket für mich, in dem sie mir einen Abschiedsbrief geschrieben hat und einen, den ich ihrem Freund geben sollte. Mhm. Und das Ding ist, ja, ich schätze mal 30, 35 Seiten lang. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ja, was ist so die Quintessenz? Kannst ja, was ich bis jetzt gelesen habe, ist wirklich, weil sie war sehr stark übergewichtig, dass sie damit Probleme hatte. Angst, weil sie im 6. Monat schwanger war. Das Kind nicht ernähren zu können, weil sie Schulden hatte. Jason hat genauso die Schulden, daher hatten sie Angst. Und einfach die privaten Probleme zu Hause. Ich bin heute, als ich zurückgefahren bin, bei dem Vater angehalten, weil es auf dem Weg lag. Und der hat sich nicht wirklich interessiert dafür. Der hat einfach nur gesagt, ja, das ist that's life. Ist denn dein... Das hat der Vater gesagt? Das hat der Vater gesagt. Ist denn dein Freund auch noch in die Gerichtsmedizin dann gegangen? Nein, er hat mich gefragt und ich habe ihm einfach nur gesagt, tu es dir besser selber nicht an, weil er... daraufhin hat er so sein lassen, weil ich glaube, wenn man das so sieht, das bleibt einem fürs Leben hängen. Ich selbst bereue es mittlerweile auch, dass ich in der Gerichtsmedizin war. Sebastian, leg du mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Die Sendung ist nicht gleich zu Ende, okay? Ich höre schon. Gut, danke.
In der Technik Gundel Blendin. Morgen heißt unser Thema Haut und Haare. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, gute Nacht. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Der künftige Bundespräsident Horst Köhler will sich verstärkt in die aktuelle Politik einschalten.